Liebe Hohenschnausenerinnen, liebe Hohenschnausener, wir sind wieder im Bürgerbüro mit dabei, die Berliner Woche. Eine ganz wunderbare Ausgabe mit der Titelseite Neuer Hufbus 2.0 fährt ab Herbst. Aber leider nicht in Hohenschnausen. Unser Ziel ist es seit vielen, vielen Jahren, endlich die Margaretenhöhe anzubinden. Wenn das mit der S75 nicht klappt, wenn das mit dem 256er nicht klappt, dann doch bitte wenigstens mit einem Hufbus. Stattdessen schlägt eine andere Partei vor, die Gott-Linde-Straße das Jobcenter besser anzuschließen, weil dort im unmittelbaren Umfeld keine Haltestelle wäre. Ich glaube, da gibt es bessere Orte. Der Artikel dazu ist hier zu nachlesen. Da wird nicht über die Margaretenhöhe geschrieben, sondern über die Gott-Linde-Straße. Aber ich nutze mal die Chance, die Botschaft hier auch loszuwerden. Die BVG kennt unsere Haltung, der Verkehrsstadtrat auch. Wir werden weiter daran arbeiten. Dann gibt es eine interessante Umfrage, die 50-50 ausgegangen ist. Sollten die öffentlichen Toiletten in Berlin nur noch gebührenfrei nutzbar sein? Schwieriges Thema, weil oft Männer in den Pissoirs kostenfrei urinieren dürfen, Frauen nicht. Das führt zu einer für einige gesellschaftliche Spaltung oder Ungerechtigkeit. Wir hatten hier eine Toilette in der Warnitzer Straße, die leider in die Luft gesprengt wurde, mit einem Urinal für Männer. Das wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben, aber spätestens im Dezember, es ist lange hin, ich weiß, soll eine neue Toilette kommen. Ich habe gerade nochmal mit der Weil GmbH dazu telefoniert. Auf Seite 2 wird das Bahnengymnasium weiter wachsen. Wir haben jetzt schon 1070 Schüler und der Senat und der Bezirk, und das ist wirklich eine gute Nachricht, haben 11 Millionen Euro in die Hand genommen, um einen neuen modularen Ergänzungsbau dort zu installieren. Behindertengerecht, höchst modern, in Abstimmung mit der Schule. Ich glaube, alle können zufrieden sein und ich unterstütze das sehr. Martin Petzold war ja selber auch auf der Schule und ich stehe der Schule auch sehr, sehr nah. Eine nicht so schöne Nachricht ist der dritte Schaumanschlag auf unseren Brunnen am Kino. Für den einen mag das ganz witzig sein, da ein bisschen Priel und so weiter reinzumachen. Für den anderen ist das wirklich schwere Verletzung von öffentlichen Gütern, die dort zu Schaden kommen. Es sind 1000 Euro Geldschaden entstanden. Und das fehlt dann dem Grünflächenamt für die Pflege unserer Grünanlagen oder für die Erneuerung einer Parkbank. Also hört bitte auf damit, es ist nicht lustig, es ist kein Kavaliersdelikt. Und vielleicht ist es auch ganz nett, wenn wir alle ein bisschen Auge drauf haben. Es kann sein, dass der Brunnen ansonsten ausbleibt. Das kann nicht die Lösung sein. Dann haben wir auf der Seite 3 das Schloss Hohenschönhausen und es hat eine Umfrage gegeben. Vielleicht haben Sie sogar daran teilgenommen, wie man es in Zukunft nutzen soll. Erste Idee, Kursangebote, insbesondere vielleicht auch für ältere Menschen, aber für alle Altersstufen. Das zweite ist ein Café im Garten, eine tolle Idee. Und das dritte ist, und das ist oft genannt, Räume für privaten Feiern oder eben auch Firmenveranstaltungen. Finde ich alles drei tolle Vorschläge. Ich kann dem Vorstand der Genossenschaft Stefan Krause und Thomas Fleck nur gratulieren zu der Übernahme des Objektes und drücke alle Daumen und jede Unterstützung für die neue Nutzung. Zwei Artikel noch auf Seite 4 und 5. Wanderung durch drei Dörfer. Der Naturschutzverein feiert 30. Geburtstag. Alles, alles Gute dafür. Und man kann am 21. August an einer Wanderung teilnehmen. Hier einfach mal reinlesen oder anrufen unter der 030 902 96 5971. Da kann man dann dran teilnehmen. Kostet aber 8 Euro, ist so ein sogenannter Unkostenbeitrag. Aber der Naturschutzverein, der macht richtig, richtig gute Arbeit. Herzliche Grüße an Frau Kietzmann. Und dann noch zu guter letzten Artikel, wo wir selber auch genannt werden, unsere S75, die uns eigentlich wöchentlich bewegt. Die neuen Züge sind schon partiell, also ab und zu mal zu sehen. Ende 2022 sollen die neuen Züge bei uns regulär eingesetzt sein, die viel moderner sind, übrigens auch mit Kameraüberwachung, was immer eine unserer Forderungen war. Das heißt aber nicht, dass die Bahnhöfe schicker sind oder die S75 endlich bis Westkreuz fährt. Daran arbeiten wir noch, aber da werden wir Sie natürlich zu gegebener Zeit wie immer gewohnt zuverlässig darüber informieren. Alles Gute für Sie und wenn Sie ein Thema haben, kommen Sie gerne rum. Wir sind im Bürgerbüro für Sie da. Alles Gute, Ihr Danny Freimark.